Hey Leute, ihr fragt euch sicherlich, hat René eine Pause gemacht? Und ja, könnte man so sagen. Aber genau darum geht es in diesem Video. Was war in den letzten Monaten los? Und ich spoilere schon mal ein bisschen vorab. Es ist nämlich was Wunderbares passiert und das erfahrt ihr gleich. Alles neu, frisch und bunt. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und in diesem Video will ich mal ein bisschen erklären, was in der letzten Zeit los war, warum es seit so langer Zeit keine Videos mehr gab. Und ihr könnt es euch sicherlich denken, der Online-Shop Coals for You macht sehr, sehr viel Arbeit. Es ist wirklich viel Arbeit, den ordentlich zu führen, weil es ist auch noch mal ein bisschen was anderes, als wenn ich jetzt einen Online-Shop für andere Sachen hätte, wo dann einfach die Bestellung reinkommt und dann per Dropshipping die Sachen einfach raus. Oder aber, wenn du Socken, mein Lieblingsbeispiel ist Socken, Socken verkaufen würdest, sprich, eine Bestellung kommt, du nimmst das aus dem Regal, ab in den Karton, zack, und raus zu euch. Das wäre einfach. Und auch das Thema, wenn die Socken dann mal ausgehen würden, dann nimmst du den Artikel raus und wenn du wieder welche da hast, stellst du die einfach wieder online in den Artikel mit der entsprechenden Anzahl. Bei Korallen ist alleine der Punkt schon anders. Da bei uns fast jede Koralle. Ich glaube, die einzige Ausnahme bei uns im Shop ist Anemone. Aber sonst eigentlich jede Koralle genau das auf dem Bild ist, was du auch bekommst. Heißt, wenn eine Koralle verkauft ist, wird der Artikel rausgenommen und dann muss auch für eine neue Koralle wieder ein neuer Artikel angelegt werden. Das ist natürlich viel, viel, viel mehr Arbeit, als wenn du jetzt sagst, so, ich habe wieder 1000 Paar Socken und fertig. Und dazu kommt natürlich noch die ganze Beckenpflege und das alles neben dem Hauptberuf. Das hat sehr viel Energie, Zeit geraubt und ich sage einfach, wie es war. Ich war ziemlich platt in letzter Zeit, aber es ist halt auch noch was passiert. Und wie schon geteasert und wie ihr vielleicht im Thumbnail schon gesehen habt, ich bin Vater geworden. Und das hat natürlich das Leben nochmal komplett auf den Kopf gedreht. Und ja, die Prioritäten haben sich einfach auch ein bisschen verschoben, so dass wir jetzt, natürlich willst du Zeit mit deinem Kind verbringen, du willst mit dem spielen, du willst es sehen, wie es aufwächst. Und gerade in dieser Zeit, die Fortschritte, die es macht, sind ja enorm. Also alle Eltern da draußen, ihr werdet wissen, wovon ich spreche. Wenn so ein Neugeborenes, da ist gefühlt jeden Tag passiert etwas anderes. Von man merkt, wie er besser sehen kann, wie die Motorik besser wird, die ersten Zähne kommen, anfängt zu krabbeln und all das, was passiert, da will man natürlich dabei sein. Gerade beim ersten Kind. Und ich glaube, beim zweiten wird es genauso sein, aber kann ich nicht mitsprechen. So, und das war auch so der Hauptgrund, warum es einfach in letzter Zeit oder die letzten Monate keine neuen Videos mehr gab. Aber jetzt sind wir wieder da. Und wie du es vielleicht schon an dem Lied gehört hast, was am Anfang lief, übrigens, das verlinke ich euch mal hier, irgendwo da oben, ich weiß gar nicht mehr wo. Einfach damit ihr dann euch das mal anhören könnt und mich würde mal eure Meinung dazu interessieren. Wir haben uns natürlich auch Gedanken gemacht, was wir jetzt noch neu machen wollen und was wir anders machen wollen. Aber wir haben uns auch dazu entschieden, dass wir dem Grund, warum wir Corals for You damals gestartet haben, dem treu bleiben. Wir wollen nach wie vor Videos machen, die einem dabei helfen, in das Hobby reinzukommen, die Tipps geben, die Tricks geben, wie ich halt so ein Aquarium pflegen kann. Und dann wollen wir halt auch noch mehr so Korallen ins Spotlight setzen, sprich tiefer drauf eingehen, was sie brauchen, wie die gepflegt werden, wie es ihnen gefällt oder auch, wie man Ableger von denen macht. Und zwar nicht mit so einer teuren Bandsäge, sondern halt auch mit einfachen Hausmitteln oder Kleinigkeiten, die man im Baumarkt bekommt. Und vielleicht auch mal, was nicht so funktioniert, weil gerade am Anfang, wir haben viel ausprobiert. So, dann haben wir uns aber noch was überlegt. Und zwar, das gab es noch nie auf diesem Kanal. Haben wir uns gedacht, wir fangen mal an, uns mal ein bisschen Technik genauer anzuschauen. Also nicht nur eine Strömungspumpe im Allgemeinen, sondern genau diese Strömungspumpe, diese Lampe, wie ist die, wie funktioniert die und ist sie gut von der Leistung her. Und solche Sachen wollen wir dann halt auch zukünftig machen und ist ein bisschen
weil ich es gerne machen möchte, vielleicht auch mal so ein paar Do-it-yourself-Projekte, wo man zum Beispiel einen Unterschrank fürs Aquarium baut. Also wenn ihr Bock drauf habt, dann freue ich mich, wenn ihr das mal unten in die Kommentare schreibt oder natürlich mal eure Videoideen, was ihr gerne sehen würdet. Würde mich auch freuen. Und ja, das ist jetzt erstmal so der Plan, den wir haben. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr kein Video mehr verpasst. Ja, das war der Standard-YouTube-Spruch. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao!